Mein Name ist Andreas Hansen, ich bin Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Oitsch und wir wirtschaften in der Elbaue in der Nähe der Lutherstadt Wittenberg. Unsere Region ist durch stark verschießende Böden, kennzeichnet sich durch stark verschießende Böden. Wir haben Bodenwertzahlen von Anfang 30 bis 80, im Durchschnitt sind 57 Bodenpunkte. Probleme sind hier, wir sind Elbüberschwemmungsgebiet mit unserem Grünland sowie Vorsommertrockenheit. Unser Betrieb hat ca. 750 Kühe und bewirtschaftet 2400 Hektar Land. Davon sind ca. 1820 Hektar Ackerland. Als Schwerfrucht bauen wir Winterweizen und Winterraps an. Weitere Früchte sind Wintergerste, Zuckerrüben, Mais und Erbsen. Hier auf dem Betrieb ist jahrelang fluglos mit Smaragd und mit Rubin gewirtschaftet worden. Die Böden waren 10 cm durchlässig und ab dann gingen die starken Verdichtungen los, wo wir dann im Herbst auch große Probleme mit Vernässung hatten. Und im Sommer, wenn es ein bisschen trocken war, haben die Pflanzen einfach nicht mehr nach unten durchwurzelt und kamen nicht mehr ans Wasser ran. Das war für uns der Grund, sich zu überlegen, wir brauchen ein Gerät, was in die Tiefe arbeitet, tiefer als ein Pflug. Und wir brauchen auch ein Gerät, mit dem man Schlagkraft hat. Und da sind wir dann irgendwo bei Bettnah gelandet, weil die damals den 6 Meter Terralent entwickelt haben, probiert haben in der Tschechei. Dann hatten wir den ersten Prototypen in Deutschland bei uns im Einsatz und waren von dem Gerät wirklich sehr überzeugt. Also wir sind angefangen mit ca. 40 cm Tiefe und 40 bis 45 cm Bearbeitungstiefe ist auch Maximum. Ich denke, hier und da ist noch mal eine alte Drainageleitung, die bekommt man sonst zu fassen mit diesem Gerät. Und wenn man irgendwo 30 cm gelockert hat, hat man eigentlich alle alten Verdichtungen weg. In der Ernte habe ich immer die Bodensonde im Auto und wenn mir dann ein paar Stellen nicht gefallen, wo ich denke, hier sieht es ein bisschen komisch aus oder die Pflanzen haben so ein bisschen gestörten Wurzelwachs, dann picke ich da mal mit der Bodensonde. Und ich hatte damals gedacht, ein Jahr alles tief durchmeißeln, du hast die Probleme gelöst. Aber ich denke jetzt im Nachhinein, muss man sagen, 2-3 Mal meißeln, also 2-3 Jahre. Und dann scheint man das wirklich in den Griff zu haben. Also ich wüsste jetzt keine Stellen mehr, wo wir massive Verdichtungen haben. Und wir gehen jetzt teilweise auch schon nach einigen Früchten nur noch auf 25 cm Tiefe. Also geflügt wird auf diesem Betrieb schon seit 20 Jahren nicht mehr. Wir haben nicht mal mehr einen Pflug. Das Problem war wirklich einfach diese Bodenverdichtung. Und dann mit einem Gerät, was auch entsprechende Arbeitsleistung hat und eine Straßenzulassung hat, eine vernünftige Arbeit abzuliefern. Da war einfach damals noch nichts auf dem Markt, als wir uns damit eben befasst haben. Und dann haben die Leute eben, damals war es ja noch Strom, heute ist es Bettnah, gesagt, Hansen, so und so könnten wir uns das vorstellen, wir bauen da was. Und dann sind wir eben gemeinsam diesen Weg gegangen und war bis jetzt immer eine sehr gute Partnerschaft. Wir setzen den Terralent auf jeden Fall zum Raps ein. Ja, eigentlich setzen wir den Terralent im ganzen Betrieb ein, über alle Kulturen, mit jetzt mittlerweile verschiedenen Tiefen. Die ersten Jahre haben wir alles komplett irgendwo auf 40 cm gelockert. Und jetzt wird eben Winterfurche zu Rübe, zu Mais tief gelockert, zu Raps wird tief gelockert. Und nach dem Raps, die Früchte werden dann irgendwie 25 cm gelockert. Nach dem Terralent sind wir bis jetzt mit einem Swifter, hat praktisch einen Arbeitsschritt mit dem Swifter gefolgt, um eine vernünftige Saatbett herzustellen und dann zu drillen. Und in diesem Jahr werden wir das versuchen mit der Presspackwalze, die dann gleich am Terralent angespannt ist, ob wir dann ein vernünftiges Saatbett bekommen, dass wir dann vielleicht gleich reindrillen können in diesen Acker. Den Swifter setzen wir ja zur Saatbettbereitung ein. Haben zuerst auch so ein paar Sachen gehabt, die uns nicht gefallen hatten. Haben dann intensive Gespräche mit den Tschechen gehabt. Der Ingenieur war da, der das alles betreut hat und entwickelt hat. Dann haben wir das Gerät weiterentwickelt nach unseren Vorstellungen. Es war auch immer ein offenes Ohr bei der Firma Bettnah, sodass das umgesetzt wurde, was wir gefordert haben. Und es ist einfach vor, haben 2 6-Meter Geräte gelaufen im Betrieb. Jetzt läuft ein 12-Meter Gerät. Also erhebliche Kosteneinsparung und Flächenleistung. Wir haben wesentlich mehr Schlagkraft dadurch bekommen. Also bei uns im Betrieb, die Erträge sind besser geworden und wesentlich stabiler. Eine Vorsommertrockenheit tut nicht mehr ganz so weh. Und im Herbst mit den Vernässungsstellen haben wir auch wesentlich weniger Probleme. Und das fällt dann ganz besonders ins Auge, wenn man mal eine kleine Rundreise dreht und die Flächen der Nachbarbetriebe sich anguckt, wo dann die Probleme wesentlich größer sind als bei uns. Das hat vor einigen Jahren ganz anders ausgesehen. Da war bei uns vieles im Herbst dann wieder abgesoffen. Das haben wir eigentlich jetzt nicht mehr das Problem.